Gut, wir kommen zum letzten. Der letzten Vorstellung, Last but not least von Lukas. Verteiltes System ist dieses Projekt, nennt sich Time Traveler, Raum- und zeitbasierte Datenexploration. Gut, dann sind wir bereit für den Time Traveler. Ich habe mich versucht, hier was vorzulöschen. Wenn du hier das Format hast, das ist das Format für den genau, ich will ein Projekt vorstellen, den Handelsführer gesagt. Das geht darum, irgendwie Sachen, die sowohl im Aufreißen und Zeitbezug haben, auch eine Karte zu visualisieren, dass man nicht nur statisch ins Bild gerade ist, sondern auch in den Sortierung kommt. Ich habe es eben schon angedeutet, ich kann schon die Formate treffen, was du so machen. Jetzt im Rahmen des Individualprojektes, was auch die Formate mehr machen können. Und das war jetzt von der Szene noch mit Benjamin und Dennis, der auch besitzt. Und in Kooperation mit der Hochschule und Abi. Und vielleicht habt ihr da schon mal gehört, wir setzen da mal eins Daten geöffnet werden. Auf die Daten habe ich auch dazu gegründet. Gleich vorweg, mein Abgabetechnik war, nehmen wir zu dem von euch vielleicht nicht heute, aber in den letzten Tagen, sondern wohl erst noch dran sein, dann dementsprechend ist es vielleicht ein bisschen gut. Ich hoffe, wir sehen vielleicht im Morgen. Genau, was sind denn jetzt weiter? Warum ist keine solche Daten, die wir einfach visualisieren wollen? Wenn wir jetzt die verteilten Systeme, dann gibt es den Anwendungsfall, dass die Fahrzeug-Kommunikation irgendwie grafisch darstellt. Einerseits tatsächliche Kommunikation, die stattfindet, also die Straßen und so, andererseits auch Simulation. Meine Aufgabe ist also, diese Sachen darzustellen, und zwar in einer interaktiven Weise. Ich kenne es vielleicht selber von einer diversen Sportstrecke benutzt, das gibt es hier in der Technik. Da kann man schon ein bisschen selber ausgezeichnet aus den Daten aufzeigen und die später irgendwie wieder anzeigen. Das ist aber der Unterschied, dass die Hände, die da drin sind, und die meisten Dienste nicht nutzen, die eben eine tatsächliche Lösung haben. Das ist viel cooler, wäre, wenn irgendwie ich als Ordner dann nicht tatsächlich nochmal bewegen würde, nur drücken würde. Und wenn es dann für ganz viele Leute funktioniert, dann wird das Ganze sehr aufwendig. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie Taxifahren, also Gehen, darstellen will, dann kommt es nicht unterschiedlich, oder solche Fahrer einfach schön abgeht quasi, weil sonst ja die Hauptverkehrsfahrer nach der eigenen Laufstraße. Ich zeige euch mal diese Daten ausfüllen, die sie ausfüllen könnten. Ach, die lassen wir einfach nicht raus. Bevor wir jetzt hier auch mit im Prinzip sind sie uns halt oft mit den Daten natürlich genauso spezifiziert wie die Daten. Also, sie haben irgendwie X-Koordinaten, Y-Koordinaten und die Zeitachse und die Höhenparameter oder sowas. Das hier ein Beispiel, das ihr seht, ist mal sowas wie der Busfahrer nach dem Bullet spezifiziert ist. Das war das, was die viele Rechte im Angebot ist. Immer angegeben ist dann der große Modell und so weiter, und das Ganze kommt dann quasi an, wo der Hersteller jetzt verkauft wird. Und prinzipiell können wir jetzt an Bord bleiben, kann auch eine Relation herstellen, auf die Karte klappen, auf die Zeitabhängigkeit machen, das ist alles. So einfach ist es leider nicht, denn schaut man sich mal diese Werte an, dann sind es sehr, sehr viele. Insbesondere hier bei der steinernen Brücke. Das ist so das Star-Format, sowohl in Farbig spezifizieren, also der Farbe, die das Merkmal drin, als auch die Zeitkondition falsch spielen. Die Farbe hoffentlich, dass es nicht zu der Zeitpunkt festgebaut da ist. Und die Figur, dass einer feststellt, schreibt eine Brücke und macht so das neue Messer. Dementsprechend muss ich aus dieser Feststellung, muss ich irgendwie herausfinden,
ist ein bisschen kompliziert. Kann man aber nochmal die Jahre-Ecken oder nochmal Grenzen schlagen, aber auch der andere Punkt, den man sonst beachten muss, wenn man jetzt sagen würde, ja, das ist irgendwie die Google überholen und dann dort was herangelaufen, ist, dass es einfach sehr, sehr viele sind. Also wir sehen es hier schon, dass der Lauf einer Linie der Grenzwerte groß ist. Ja, genau wie hier. Also ich würde irgendwo bei mir zu Hause vorbei und denke dann irgendwie nicht hin. Hat man also 600 Drehpunkte. Und diesen 4 fährt 200 solcher Grundkurse am Tag. Das sind also 120 Punkte nur allein für die Linie 4. Und wenn das jetzt irgendwie noch für alle anderen Linien in Datenbanktour und auch noch für Samstag, Sonntag, wo sie ja eine andere Zeit fahren, ist gerade sehr, sehr viel Daten. Dementsprechend kann man diese Punkte noch verbessern. Und das habe ich auch gemacht in meinem Projekt, das war zum Beispiel für Planstrecken einfach die leere Punkte, aber es gibt, weil man braucht ja nicht alles erledigt. Das funktioniert leider nicht immer. Denn wenn man sich das mal anguckt, wie man es effizient dann auswählen will, ist es ja so, dass ich quasi als Nutzer einen Viewport habe, das hier ist blau. Ich will sehen, welcher Bus fährt aus meiner aktuellen Busreihe gerade durch. Und dann könnte er exakt in meiner Datenbank abfragen, suchen wir doch mal alle Punkte, die in diesem blauen Hälfte sind, ausdrücklich mal zu der aktuellen Zeit. Ich würde mir vorstellen, dass bei diesen 4 alle 120.000 Punkte sind, das ist eine sehr, sehr umfangreiche Abfrage. Dementsprechend kann man es ein bisschen effizienter lösen und geben einen gewissen Trade auf. Das heißt, wir akzeptieren es, dass auch ein Bus rausgegeben wird in unserer Abfrage, der nicht in unserem Lauffenster liegt. Wenn er aber irgendwann mal hier durchfahren würde, dann ist das generiert durch die Lernbusse, die auf die hier kommen, macht aber die Anfrage in meinen Stellen. Genau, jetzt geht kurz bei den Problemschildern, die wir hier aufkriegen, wenn man es mit den Bussen machen will. Ich lasse dann nachher noch mal mit Tastenfahrten und Blicken genauer schildern. Das, was daraus entstanden ist, oder gerade davon entstehen, das ist eine Webanwendung, die also aus mehreren Formaten die Daten importieren kann. Das einmal geht ja fest, dass dieses Datenformat zum Beispiel Bussen oder Fahrwege spezifizieren. Oder einfach als CSV-Datei. Das heißt, ich kann angeben, zu welchem Zeitpunkt ich an welcher Problem habe. Das Ganze wird importiert in eine Bibliothekbestimmung, die genau das macht, was wir beschrieben haben, nämlich überflüssige Punkte beispielsweise rausnehmen auf einem ganzen Tag, um einfach die Daten zu geringer zu halten. Das kommt in einen Datenbank, ich habe für MongoDB geschrieben, weil die schon eine Geodäsie unterstützen und die einfach Hipster sind. Und dass die Daten, die dort gespeichert werden, dann für Tourist-Daten abgefragt und weitergegeben und für Webshops als dort abgegeben, sodass die möglichst instantan gleich die Bus und so weiter fahren. So, ob das tatsächlich funktioniert. Und zwar hat man die Info mit dem Fahrplan in Ulm. Und keine Angst, das soll noch nicht funktionieren. Ich muss ihn jetzt nicht selbst schauen. Und wir werden hier sehen, wie viel uns jetzt eigentlich gut los ist. Okay, da sind wir nämlich schon bewusst gefahren. Das ist schon mal ganz gut. Und was man jetzt aus dieser Anzeige erkennt, ganz gut und daran erkennen kann, dass es wirklich ist, dieses spielerische. Wir arbeiten mit den Daten, dass das hier konzentriert sind, dann meine Frage, die heißen die. Also das ist jetzt die Abstimmung, also ich kenne selber die Daten aufeinander, die jetzt schon die ja, und die anderen zu bringen, ist auch ganz schön, ich mache mal was ganz toll. Und es gibt ja auch so. Also die anderen
Das schwimmen ist immer gut. Schön, dass du mit deiner Lehre ausgeschießt hast. Genau. Also, ich musste wohl mit dem noch einen anderen Tag angucken, wo es ein bisschen mehr muss, und mit dem Rest beispielsweise. Da kommen dann ein paar mehr Sachen. Ja, es kommt noch. Ja, jetzt schon. Ja, Sie haben auch in der Realität dafür spielen. Das ist die Einladung. Und jetzt noch eine kurze Zeit, wo es zum Beispiel mit den Taxifahrten gegeben hat. Wenn ich hier wieder rauskomme. Und zwar jetzt die Taxidaten von BG für eine Zeit von 5 Tagen als Open Data. Internet haben sich runtergeladen und Papier oder und hier haben wir noch so die Daumenliste, die wir hier einfach deutlich machen, weil das sind echt große Daten, die wir da drüben haben. Gut, jetzt ist ja nichts, das sind aber Daten, weil die Daten halt von 2008 sind. Also, dass ihr euch nochmal eine Konsole seht, dann ich nicht mit euch. Ui, ja, jetzt müssen wir die Kette auf den Boden. Bing, und das läuft auch einfach mal auf meinem kleinen Tablet. Und das geht gleich schnell. Und so kann ich hier mit der schnell fahren. Das ist sehr toll. Genau, Ziel ist also, so heute schaffen wir es, da irgendwie schnell diese Welt verpassen. Ich mache einfach mal